unser Peter. Also das war damals im Krieg, waren ja die Männer alle im Krieg. Und dann kam der Peter, der stammte aus Jugoslawien. Und der hat bei uns, also hat er von früh bis abend gearbeitet, aber geschlafen, es waren noch 4 oder 5, haben im Rathaus, im oberen, was war Saal, und da haben sie geschlafen. Also der kam, ging abends, aber der war ganz bei uns beim Essen, bei allem. Der war bei uns wie der Vater, so aufgenommen. Und hat auch die Kleider vom Vater gekriegt, weil er nichts kam. Und zu Weihnachten hat er unser Dominospiel gemacht. Und Holz, oder? Aus Holz, aus Holz. Und wir haben so einen Nebenraum gehabt, wo eine Hobelbank war, weil die Männer früher haben immer ein wenig gehobelt und ein wenig so ein Werkzeug gehabt und. Und da ist er immer abends oder immer dort gesessen und hat da Hölzli ausgesägt. Und wir haben halt immer geplagt, was gibt denn das, was soll denn das werden? Dann hat er immer gesagt, ein goldenes Nixle und ein silbernes Watterwelle. Kennt ihr das? Mhm. Und an Weihnachten, wir haben es wirklich nicht rausgebracht, was der macht, hat er ein Kästle gemacht. Und die Steine waren schön drin gesessen. Also, das war eine Freude. Er hat uns gezeigt, wie das Spiel geht. Und er hat die Zahlen hat er fein eingebrannt. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Scheinbar mit der Nadel, der Stichnadel und glühend gemacht. Kann man Löchel hineinbrennen. Der hat das so schön gemacht. Und dann haben wir aus Liebe. Ja, das ist auch Liebe. Gut, der wollte uns eine Freude machen. Genau. Siehst du? Und dann hat er das mit einem Eifer. Und dann haben wir natürlich alle Abend Domino gespielt. Nach dem Essen auch Domino wird gespielt. Und das war so schön. Da haben wir eine Freude gehabt. Bisschen Luca, dann warst du ja wirklich an der richtigen Stelle bei den Flüchtlingen damals. Ja, ich habe es auch gerne gemacht. Die Schwester Monika hat mich dann nur gefragt, ob ich bereit wäre, zu den Flüchtlingen zu gehen. Ich habe gesagt, ja, freilich, gern. Habe ich sofort ja gesagt. Weil mir die Flüchtlinge schon immer bedauert, habe ich die Leute. Und dann habe ich gedacht, oh, da kann ich jetzt noch einmal helfen. Und da war ich sehr gern dabei. Und habe das auch mit Freuden angefangen und habe es gemacht, bis keine mehr gekommen sind. Also bis die unsere Arbeit dann. Nee, wenn die ihren Glauben richtig leben, und dann sind es genauso Christen wie mir, von Gott bestimmt genauso anerkannt wie mir. Da kann man doch keinen Unterschied machen. Das ist genauso, wie Jesus ihn vorgeworfen worden ist. Er hat es mit den Heiden und mit den Zöllnern und mit den Sündern. Und für ihn waren die Heiden genauso ein wertvoller Mensch wie die Juden. Der hat keinen Unterschied gemacht. Und wenn man denkt, die Samariterin, das war ja auch kein Juden, war ja auch. Das waren schon gerade Todfeinde mit den Juden, die Samariter. Mhm. Er hat keinen, und er hat uns ja vorgelebt, warum sollen wir jetzt Unterschied machen zwischen Moslem und Christen oder Juden? Das kann man doch überhaupt nicht. Jesus liebt alle Menschen, die genauso wie uns. Da kann ich keinen Unterschied machen und die verteufeln. Und Böse gibt es da und da und da. Bei den Katholiken gibt es genauso Mörder und Verbrecher, genauso wie in anderen Völkern. Das ist schon immer auf der Menschheit. Was du schon sagst, seit keinen Abend. Ist so. Das ist die Geschichte. Ist doch so. Ne? Ja, so bist du. Also, ist noch was.